Thema Süßstoff, Thema Geschmacksstoffe, Thema Ersatzprodukte, Thema Low-Carb-Produkte, Thema Low-Fat-Produkte etc. Also, ich bin jetzt seit über 5 Jahren aus der Fitnessindustrie draußen. Ich habe zehntausenden Leuten geholfen, wie sie fitter werden. Und auch ich persönlich, nachdem ich jetzt seit einigen Jahren draußen bin, ich trainiere die ganze Zeit. Ich ernähre mich top, ich fühle mich top, ich bin ultra gesund, extrem viel Energie und ich habe nach wie vor immer noch x-tausenden von Leuten geholfen. Und was ich auch jetzt endlich, Gott sei Dank, machen kann, noch schon seit Jahren, Leute, ich kann die Fakten auf den Tisch bringen, ich kann sagen, was wirklich läuft, was wirklich funktioniert und vor allem, ich kann euch allen meine Abnehmprogramme, Muskelaufbauprogramme, Fitnessprogramme, ich kann die euch jetzt alle einfach schenken. Die haben früher hunderte Euros gekostet, damit habe ich 100.000 Euro Umsatz gemacht im Monat und das verschenke ich jetzt einfach alles, weil ich es verschenken kann, weil ich es nicht mehr verkaufen muss, weil ich jetzt anders mein Geld verdiene, okay? Das heißt also, am Ende vom Video sage ich, wie ich das Ganze verschenke und ich werde euch jetzt erklären, dass ihr es absolut kapiert, okay? Warum alle diese Sachen zu 99% Schrott, überflüssig, bis hin zu schädlich sind, okay? Und damit machen die ganzen Firmen gerade ihren meisten Umsatz. Egal welche Firma mit diesen Riegeln, Sirups, Ersatzprodukten, Geschmackspulver, Zero-Getränken, damit bomben die den Umsatz rein. Und jetzt will ich euch eine Sache sagen, Leute. Ihr macht euch mit diesen Produkten langfristig eure Darmflora kaputter, eure Haut unreiner, ihr macht eure Hungergefühle kaputt, ihr macht eure Geschmacksempfindlichkeit kaputt und ihr macht allgemein eure Lebensqualität und eure Fitnessresultate langfristig damit kaputt, auch solche Dinge wie Insulinspiegel und so weiter, okay? Das bringt ihr damit alles durcheinander. Und ich verkaufe hier in diesem Video nichts, ich verkaufe euch gar nichts. Ich verkaufe hier nichts. Ich mache das wirklich, weil ich es nicht nur für mich rausgefunden habe, sondern auch für tausende andere. Und dass auch ihr, nicht nur um die Geldverschwendung geht es da gar nicht, um das Geld, was ihr verschwendet, okay? Darum geht es nicht unbedingt. Sondern es geht darum, dass eure Resultate dadurch langfristig viel schlechter sein werden. Und ja, ich trinke mal eine Coke Zero. 1-2 Mal irgendwo im Monat. Ja? Ich mache mal Dinge, die nicht optimal sind. Klar. Aber ich habe das Zeug zu 99% aus meinem Leben rausgehauen. Okay? Und ich habe früher das Ganze konsumiert. Ich hatte damit nur Probleme. Von Hautprobleme, Verdauungsprobleme, alle möglichen Probleme. Und ich will es jetzt mal so erklären. Stell dir mal vor, du nimmst die ganze Zeit irgendwelche Substanzen, Drogen, Alkohol, ja, und dann noch krassere Sachen. Dann wird das normale Leben für dich ohne diese Substanzen langweilig. Zum Beispiel, nächstes Beispiel, gibt es auch viele Studien drüber, Leute schauen sich P-Filme an. Ich will es jetzt nicht aussprechen, P-O und so weiter, solche Filme an und befriedigen sich die ganze Zeit selber und nehmen noch irgendwelche Spielzeuge mit dazu. Dann brauchen sie irgendwann immer mehr Stimulation, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und die normale sexuelle Interaktion mit einem anderen Menschen 1:1 wird so uninteressant, dass sie also entweder keinen mehr hochkriegen oder nicht mehr zum Ende kommen können. Warum? Weil sie überstimuliert sind, okay? Und wenn wir Süßstoffe konsumieren, Geschmacksstoffe konsumieren, all diese Ersatzprodukte konsumieren, die so krass schmecken, okay? Dann verändern wir so unsere Geschmacksnerven, dass wir die ganze Zeit mehr von dem wollen. Wir brauchen die ganze Zeit mehr Süß, mehr Cola Zero und irgendwann normales Wasser schmeckt nicht mehr. Eine normale Banane schmeckt nicht mehr. Ein Steak mit Kartoffeln und ein bisschen Salz drüber schmeckt einfach nicht mehr. Weil wir die ganze Zeit mehr brauchen. Ja? Hat auch einen Einfluss auf den Insulinspiegel.
hat einen Einfluss auf die Geschmacksnerven auf der Zunge. Okay? Und wenn ihr immer mehr von irgendwas esst, dann braucht ihr immer mehr und das Normale wird immer langweiliger. Und das Problem ist, ihr spart auch dadurch nicht wirklich Kalorien. Ich sage euch jetzt, wie ich das mache und wie alle meine Kollegen das machen. Ich habe auch jetzt heutzutage, ich habe nie mehr Heiß. Kurze Werbeunterbrechung. Wenn du jede Woche 1, 2, 3, 4, 5.000 Euro mehr verdienen willst, ohne eigenen Business, ohne große Investition, ohne brutal vielen Skills, du lernst alles von uns von A bis Z, dann habe ich jetzt ein neues Online-Seminar, ein neues Training, alle Unterlagen. Klick hier auf den Link oder schreib an diese Telefonnummer hier per WhatsApp Sales. Und mein Team und ich, wir zeigen dir nicht nur, wie es geht, wir zwingen dich im Endeffekt dazu, mit uns zusammenzuarbeiten und dieses Geld jede Woche, jeden Monat zu verdienen. Und wenn du dann mehr willst, den nächsten Schritt, ein eigenes Geschäft, dann machen wir das auch. Also, wenn es dich interessiert, klick hier drauf. Ansonsten viel Spaß weiterhin beim Video. Hunger. Mir schmeckt normales Essen super. Ich habe keine Fressattacken. Ich habe keine Phasen, in denen ich dicker, dünner werde, wenn meine Energie hoch oder runter geht. Nichts dergleichen. Mir geht es die ganze Zeit super. Mir geht es die ganze Zeit bombenmäßig super. Ja? Also, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, ich gehe zum Beispiel her und nehme nicht einen ekligen 0,2% Magerquark, ja? Und weil der so eklig schmeckt und schon so eine eklige Konsistenz hat, muss ich dann da unbedingt noch Geschmacksstoff reinbolzen, ja? Und dann habe ich jetzt so einen Quark mit Proteinpulver oder mit Geschmacksstoffen drin, ziehe mir den rein, mega süß und so weiter, und habe dann danach noch irgendwelche Verdauungsprobleme oder habe dann danach schon wieder bald Hunger und so weiter, sondern dann geh doch einfach her und nimm doch anstatt diesen extra 2, 3, 4, 500 Kalorien in noch mehr Protein, nimm doch einfach zum Beispiel eine kleinere Portion und nimm beispielsweise griechischen Joghurt, und zwar den mit komplett den 10% Fett. Den kannst du dann nur vielleicht noch, wenn du willst, ein bisschen strecken mit dem normalen Quark. Ja? Dann nimmst du halt den 0,2 Quark oder den normalen Quark, nimmst dann noch den griechischen Joghurt und machst da jetzt echte Früchte rein. Ja? Machst da einen Apfel rein, machst da Himbeeren rein, machst da Blaubeeren rein. Und dann gehst du her und dann hast du halt noch ein paar mehr Kalorien durch das Fett. Aber unterm Strich, Leute, ihr braucht dieses ganze Protein nicht. Die Leute essen viel zu viel Protein und zu wenig Kohlenhydrate meistens, und also zu wenig echte Kohlenhydrate und zu wenig Fett. Und wenn ihr dieses ganze Verhältnis nicht im richtigen Verhältnis habt, dann werdet ihr Hunger bekommen später. So, und ich will jetzt auch gar nicht auf die Wissenschaft drauf eingehen, das können wir alles in späteren Videos machen. Glaubt mir einfach, probiert es einfach mal selber aus. Dann nehmt ihr doch ein paar Paranüsse oder ein paar Walnüsse. Also echtes Essen, macht es dann da rein und dann geht ihr her, wenn ihr dann Süße braucht am Anfang, dann nehmt ihr halt einen fetten Esslöffel Honig. Dann haut ihr da irgendwie einen Waldhonig da drüber oder einen Ahornsirup. Irgendwelches echtes Essen. Ja? Einen echten Sirup. Echte Nüsse. Echte Früchte. Und halt einen richtigen Joghurt, nicht irgendwie einen zuckerreduzierten Joghurt oder einen fettreduzierten Joghurt, einfach nur einen Naturjoghurt oder einen griechischen Joghurt oder einen normalen Quark. Und wenn ihr das esst, dann werden sich endlich eure Geschmackssinne umstellen, euer Hungergefühl wird sich normalisieren, und wenn ihr dann einfach anfangt, mehr echtes Essen zu essen, mehr Obst, mehr Gemüse, mehr Hülsenfrüchte, mehr Fisch, mehr Fleisch, mehr echtes Essen, dann wird sich euer Hungergefühl von Natur aus einpendeln. Wenn ihr dann noch intermittent Fasting macht, also das Frühstück weglasst, okay? Wenn ihr dann noch Sport macht,
und immer so viel esst, bis ihr wirklich satt seid, Leute, dann habt ihr irgendwann mal gar nicht mehr das Bedürfnis nach Süßigkeiten. Ihr braucht diese ganzen Ersatzprodukte nicht mehr. Und ihr werdet auf ganz natürliche Weise auf ein optimales Körperfettniveau kommen. Und ich will euch noch am Schluss eine Sache sagen. Als Mann, und jetzt zum Thema Frauen komme ich später. Es ist als Mann normal, dass du einen guten Sixpack-Ansatz hast, aber es ist nicht normal, dass du einen brutalen Sixpack hast, dass du brutale Adern hast, dass du brutal definiert bist. Es ist nicht normal, es ist nicht gesund, das kannst du nicht auf lange Frist halten. Das geht einfach nicht, wenn du das natural machst. Es geht einfach nicht. Es ist nicht erreichbar. Und wenn du in diesem Zustand drin bist, weil du dich eben runtergehungert hast und weniger gegessen hast, als du essen solltest, dann wird dein Testosteronspiegel drunter leiden, dein Immunsystem wird drunter leiden, deine mentale und körperliche Leistungsfähigkeit wird drunter leiden, deine Gesundheit wird drunter leiden, deine Libido wird drunter leiden, alles wird drunter leiden. Und ich kann ja auch eins sagen, die Frauen finden es auch nicht geil und es juckt auch keinen. Es juckt auch wirklich keinen, außer dich selber und ein paar Gym Bros, deren Meinung sowieso irrelevant ist. Okay, also ich hoffe, ich konnte das Thema aufklären, mehr dazu bald. Und wenn ihr mir einfach nur hier an diese Telefonnummer schreibt, Fitnessprogramm oder hier in die Telegram-Gruppe reinkommt, wo jeden Tag Tipps und Tricks kommen, dann bekommt ihr gratis die Programme, die früher hunderte von Euro gekostet haben. Dann kommt ihr in einem normalen, absehbaren Zeitraum in eure Zielform rein, in euer Zielgefühl rein und dann wird auch alles passen. Dann könnt ihr richtig schlafen, morgens gut aufstehen, seid den ganzen Tag fit und vieles mehr, Leute. Also haut's rein, euer Karl. Und ich will diese Videos machen, weil ich endlich nach Jahren aus dieser Industrie draußen bin und weil ich einfach finde, dass diese Information und auch eine Fitness überhaupt das Fundament sind für Business und weitere Schritte im Leben. Also haut's rein, bis dann, ciao.